Die Neumarkter Grünen fordern, dass sich der Stadtrat für eine sogenannte Grundsteuer C stark macht. Damit kann ein spezieller Steuersatz auf Grundstücke angewendet werden, welche zwar baureif sind, aber von den Eigentümern dennoch nicht bebaut werden. Die Grünen wollen damit die Schließung von Baulücken fördern und die Spekulation mit Boden verhindern. Kommunen haben vom Bundesgesetzgeber die Möglichkeit bekommen, Hebesätze diesbezüglich anzupassen. Ein in Bayern geplantes Grundsteuergesetz verzichtet aber aktuell auf diesen Ansatz. Die Stadt Neumarkt optimiert momentan die kommunale Kläranlage. Derzeit werden in den Nachklärbecken neue höhenverstellbare Einlaufbauwerke eingebracht, um die verschärften Phosphorgrenzwerte beim Abwasser künftig einhalten zu können. Diese sind auf 0,5 Milligramm pro Liter abgesenkt worden. Für die Investition fallen rund 1,1 Millionen Euro an Kosten an. Noch im März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Da die Sternwarte Neumarkt aktuell keine Vortragsabende zu Astronomie-Themen durchführen kann, informiert der Verein in Online-Videos über spezielle Sachgebiete. Im aktuellen Filmclip wird das Sternbild des Monats März, die Zwillinge, vorgestellt. Die Videos erläutern dabei Besonderheiten, die auch teilweise mit bloßem Auge entdeckt werden können. Ein Highlight ist der sogenannte Eskimo-Nebel, welcher sich rund 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Weitere Infos gibt es unter www.sternwarte-neumarkt.de.